Ich eröffne die 130. Plenarsitzung und stelle die Beschlussfähigkeit fest und wünsche Ihnen einen guten Morgen. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 64. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Vorstoß der Bundesregierung zum ÖPNV-Nulltarif in Hessen aufgreifen. Anhörung zum Verzicht aus Einnahmen aus Fahrscheinverkäufen bei Bus und Bahn, Drucksache 19/6099. Die Dringlichkeit wird bejaht. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Antrag Tagesordnungspunkt 62 und kann nach Tagesordnungspunkt 55 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und abgestimmt werden. Kolleginnen und Kollegen, zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 33, danach folgt Tagesordnungspunkt 40. Und dazu wird der Top 61 aufgerufen. Nach der Tagesordnung fahren wir fort mit Tagesordnungspunkt 17. Entschuldigt fehlen heute Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und Frau Abg. Öztürk, Hofmeier, Alex, Arnold, Klein und Wolf wegen Erkrankung. Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung und können jetzt mit der Tagesordnung beginnen. Wenn ich Wortmeldungen hätte, würde ich das auch tun.